Nehmen wir das gute Stück doch mal mit. Und ich glaube, in dem alten Haus, wenn wir da noch hinkommen, war nämlich auch eine... Ah ja, die Krähentür mit dem Raketenwerfer. Raketenwerfer, Granatwerfer. Ja. Also ich denke mal, dass es der Granatwerfer ist. Kann natürlich auch ein Raketenwerfer sein. Ich weiß es nicht. Nee, da will ich nicht rein. Ich habe ja gar keine... Achso, ja doch, ich habe Munition. Aber... Doch, ich kann jetzt erstmal hier durch die Krähentür. Oder soll ich erstmal kurz rausgehen? Weil ich kann natürlich auch... Nee, ich gehe erstmal ins andere Haus. Ich gehe erstmal wieder, also wenn ich da hinkomme... Ich auf jeden Fall nochmal ins alte Haus. Das ist einfach mal so krass, wenn man mal überlegt, was haben die denn bitte für ein riesen Grundstück? Ha? Diese halbe Villa, da hinten noch ein Haus. Ich meine, was kommt denn noch als nächstes? Noch eine halbe Burg? Ich will jetzt aber erstmal abspeichern. Ah, und ich glaube, ich habe jetzt sogar genug antike Münzen, um mir die Waffe zu kaufen. Nehmen wir mal mit. Die kann ich hier erstmal reinschmeißen, die brauchen wir nicht. So, Schlüssel brauche ich auf jeden Fall, Defektpistole brauche ich nicht. Ich habe letztes Mal habe ich dafür, okay... Mist, uns fehlt noch genau eine einzige Münze. Kacke. Was haben wir hier? So. Stabilisator, was macht denn das eigentlich nochmal? Da auf die Nachladegeschwindigkeit, okay. Und da hätten wir auf jeden Fall nochmal Steroide, die unsere Gesundheit erhöhen. Nicht, dass wir ja noch zum Fixer werden oder so. Das wollen wir auch nicht, ne? Gut, also ich spare auf die Waffe und da muss ich jetzt erstmal, schmeiße ich den Rest erstmal wieder rein. Und schaue, dass ich jetzt durch die Krähentür komme. Ah, Mist, ich wollte noch abspeichern. Was mache ich denn da? Ich habe beinahe vergessen. So. Gut. Jetzt sind wir auf der sicheren Seite. War hier eigentlich noch was oder hatte ich schon geguckt? Ich bin mir gar nicht... Ah, schau mal einer an. Hier ist noch ein Heilkraut. Und Schießpulver. Na, schau mal einer an. Noch mehr? Ne, okay, es war nur ein Eimer. Okay. Tja. Sehen wir mal. Kommt davon, wenn ich hier immer nur durchrenne? Hier hinter noch irgendwas? Aber ich kann hier kombinieren. Oder? Hab ich? Ne, ich habe doch keine flüssigen Chemikalien mehr. Okay, schade, ich dachte. So. Jetzt gucken wir mal. Da oben ist die Vorratskammer. Genau, da ist die Krähe, sehe ich gerade. Hier noch irgendwo eine Krähe? Nö, im alten Gebäude ist nichts. Haben wir hier nochmal? Untergeschoss ist auch nichts. Und im ersten Stock haben wir nur eine Schlange. Und... Ne, ist die Vorratskammer. Okay, gut. Dann haben wir also nur eine Tür mit der Krähe hier in diesem Haus. Und die müsste dann jetzt... Jetzt habe ich natürlich wieder... Ja, die muss hier in diesem Stock sein. Genau, dann gehe ich jetzt hier durch die Skorpiontür. Durch den Überwachungsraum. Von dort aus dann den... Wo ich kann ja direkt in den Salon, indem ich einfach durch das Loch krieche. Warum mache ich es mir eigentlich so schwer? Dann schauen wir mal, was...
was das gute Stück so kann. Da ist die Tür. Also ich hoffe, dass ich mich jetzt hier nicht... Ja, da ist es. Hallo? Und es ist ein Granatwerfer. Sehr gut. Und Schießpulver. Flammengranate, Schrotflintenmunition. Verdammt, ich bin voll. Och, komm. Gut. Jetzt kann ich wieder nichts mitnehmen. Ist doch leider kein Safe Room gewesen, ne? Wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Der ist nämlich wieder. Oh, der war einmal da und ich habe, glaube ich, im ersten Stock war das. Da haben wir noch einen. Ne, okay, der Waschraum war da unten, okay. Und im Untergeschoss? Auch nicht, okay. Ja gut, das heißt, ich darf jetzt erstmal wieder zurücklatschen. Ach, wo laufe ich denn immer hin? Ich laufe hier ohne Plan durch die Gegend. Aber andererseits, wenn ich gerade mal überlege, ich meine, was soll ich denn groß wegpacken? Gut, ich könnte das... Ach komm, ist da was? Also auch wenn ich es eventuell später bereuen sollte, aber ich schmeiß jetzt einfach das Kraut, nehme ich jetzt einmal noch, schmeiß das Schwarzpulver weg. Und dann hat sich die Sache. Ja, was soll man damit noch? Ja. So. Nehmen. Einmal mitnehmen. Einmal mitnehmen. So, und wenn ich dann jetzt nochmal Chemikalien finde, kann ich mir daraus Brennstoff herstellen. Wesentlich besser. So. Okay. Können wir jetzt auch eigentlich wieder zurück? Denn ich denke mal, oder ich schaue lieber nochmal nach. Aber eigentlich sollte ich alles gefunden haben. Hier in den Ecken. Gut. Sieht leer aus. Okay. Dann können wir jetzt wieder zurück in das andere Haus. War leider nur eine Krähentür, schade. Ich dachte, es wären zwei gewesen. Aber gut, wir wissen ja, dass jetzt in dem anderen Haus, wo die Irre da rumläuft, die zweite Krähentür ist. So. Ich kam jetzt gerade. Noch mehr Schießpulver, gut. Quatsch, ich kam. Doch, doch, ich kam hier aus dem Tor. Nee, doch nicht. Hä? Achso. Ich kam wieder von hier, ja. Puppen, wie krank das eigentlich aussieht. Ja? Ich meine, gut, wir haben wesentlich Schlimmeres schon in diesem Spiel gesehen, aber ich finde es trotzdem immer wieder krass, was hier so abgeht. So, und da hinten, also da oben ist jetzt die Krähentür und da gehen wir jetzt rein. Ich hab dir gesagt, du darfst hier nicht rein! Ja. Ist gerade dein Ernst? Alter, mein Herz! Was, 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 was? Was ist dein scheiß Problem? Alter, ich komm grad ja. Alter, ich komm gar nicht drauf klar. Okay, du
du kleiner Schwanzlutscher. Jetzt wird's richtig ernst. Alter, warum beleidigst du mich denn? Ich denke, das bringt was, oder wie? Na, denkst du, das bringt was? Ich beleidige ihn. Ich weiß, was du und Zoe getrieben habt. Was soll ich denn hier getrieben haben? Ich hab sie nicht mal gesehen. Du sitzt ja eh nicht so lange, wie man deinen Altar nicht anfasst, die Krücke. Nicht nett, Schätzchen. Ey, du bist auch nicht netter. Du denkst, du kannst einfach reinkrampeln und dich an meine Wand. Ja, das glaube ich. Wo willst du denn hin? Das ist Hinweis von Gut und Böse, hörst du? Nein! Hinweis von Gut und Böse! Was geht denn ab? Scheiße, was war das denn gerade? Alter, was ist das denn bitte? Sieht sehr gesund aus, was da gerade passiert. Ich will da nicht nochmal rein. Diese alte Kackbratze, ey. Da haben wir nichts. Ich guck erstmal nochmal vor, ob ich noch irgendwo was anderes sehe. Nö. Was zum? Alter. Da gerade eine Leiche von einem Baby drin? Wie krank ist das denn bitte? Betreffend des Seri-Serums. Den folgenden Objekten in der Lage Serum synthetisieren. Erste D-Serie Gehirnnerv, zweite D-Serie peripherer Nerv. Ich glaube, das ist es. Das sind die Zutaten, um das Serum herzustellen? Ein kleines Kind, wirklich jetzt? Ich sei doch krank, ey. Was steht da? Tenzu? Deswegen vielleicht auch diese ganzen Babypuppen. Alter. Zoe? Hallo? Und? Hast du ein Serum gefunden? Musste mich mit deiner Mom und ihren verdammten Käfern rumschlagen. Eine Warnung wäre nicht schlecht gewesen. Das tut mir leid. Was ist mit dem Serum? Hab keins gefunden. Aber ich weiß, was wir dafür brauchen. Ein Kopf und Arm einer D-Serie. Das kann nicht stimmen. Ein Kopf? Ich glaube, den habe ich hier irgendwo rumliegen. Hast du? Ich weiß aber nicht, wo der Arm ist. Hast du das ganze Haus durchsucht? Nein, noch nicht. Ich muss mich noch im oberen Stock hier umschauen. Okay. Schau dort nach. Komm zum Wohnwagen, wenn du ihn hast. Also, wir sollen jetzt einen Arm finden, um deine Serum herzustellen. Ich brauche dringend Heilung, ey. Scheiße. Ich werde mir mal sicherheitshalber noch den Granatwerfer hier mal platzieren. Nee, kann ich den. Ich würde gerne wechseln. Nein, wie habe ich das nochmal gemacht? Ach so, okay, gut. Jetzt hätte ich natürlich auch die Munition noch aus der Kiste nehmen können. Und
Selfmade, so wie es aussieht. Wieder Flammenwerfer auch. Nicht schlecht. Ich habe wirklich nur noch wenig Munition. Das nervt mich gerade extrem. Was haben wir hier? Ach, eine Vodopuppe. Steht aber nichts drauf. Okay. Ach, sorry. 11. Oktober. Ich habe den ganzen Tag Ohrensausen und kann nicht mehr schlafen, seit das Kind aufgetaucht ist. Zoe hat schon recht. Irgendetwas stimmt mit dem Kind nicht und mit der Frau, die es mitgebracht hat. 15. Oktober. Ich sehe und höre Dinge. Mir ist ständig schlecht. Bin zum Arzt in der Stadt gegangen und er hat mich geröntgt. Was passiert mit mir? 23. Oktober. Das Kind hat mir ein Geschenk gegeben. Oktober. Hab das Geschenk in dem Geheimraum hinten im ersten Stock gelegt. Dort wird es niemand finden. Jener Arm ist Zeichen des Kindes Vertrauen. Jener Arm wird uns zur Glückseligkeit führen. Und jeder, der diese Glückseligkeit untergräbt, dem werde ich kein Weiterleben gestatten. Okay. Gut, also so ein Tagebuch habe ich auch noch nicht gesehen. Hey, Pistolenmunition. Was meinen die eigentlich immer mit einer Gabel? Ich verstehe nicht ganz, worum es da eigentlich geht. Bevor ich jetzt hier was mache, muss mal die Knarre ausrüsten. Ich meine, meinen die vielleicht mit der Gabe diese komischen Fähigkeiten? Ich meine, der Vater, der konnte ja irgendwie so gut wie gar nicht sterben. Ich weiß nicht, ob er überhaupt tot ist. Und die Mutter, keine Ahnung, die scheint wohl irgendwas, irgendwie ein Insektenfable zu haben oder was auch immer, ja? Also, mal gucken, was da noch so abgeht und ob wir herausfinden, was da eigentlich los ist. Ein Wackeldackel. Ach, jetzt brauche ich das Messer. Ich kann erstmal. Ah, geht nicht, verdammt. Ja. So. Was haben wir hier noch? Eine antike Münze, na klar. Ist ja nicht so, als ob ich jetzt gar keinen Platz mehr hätte, aber okay. Naja, Heilkraut brauche ich jetzt nicht nehmen. Na gut, dann muss sie leider erstmal drinnen liegen bleiben. Ich hoffe, die rennt nicht weg. So, hallo? Danke. Okay. Scheint so, als bräuchte ich die Laterne, die Alte da hat. Um das eventuell dann hier frei zu kriegen. Also aufzukriegen, eher gesagt. Das ist ja so eine Art Mechanismus. Ja. Okay. Yay. Das heißt, ich darf jetzt nochmal zu der hingehen und probieren, die komische Laterne da zu kriegen. Ich freue mich schon riesig. Nicht. Ich habe irgendwie immer noch die Hoffnung, dass ich mal wieder Munition finde, aber sie. Was? Alter.
Die hatte gerade. Was waren das bitte für Arme? Ich gehe da jetzt nicht runter. Das könnt ihr voll vergessen. Nee, Alter. Also auf die Psychotante lasse ich mich da unten nie ein. Alter Scheiße, ey. Was passiert denn hier bitte? Was sieht hier noch schön? Hier liegt noch Brennstoff. Top. Bringt mir auch nicht viel, wenn ich keine Chemikalien habe. Verdammt. Ey, die wollen jetzt nicht ernsthaft, dass ich da runtergehe. Naja, ich glaube, es führt keinen Weg dran vorbei. Was zum Teufel? Das ist neu. Ja, das ist neu, ja. Das sieht man nicht alle Tage, ne? Alter, was? Ich nehme gleich den Granatwerfer. Ist mir scheißegal. Ich hab so keinen Bock. Aber gut. Ich meine, den Rest haben wir auch schon geschafft. Jetzt passiert da irgendwas. Okay, oder auch nicht? Hier. Ach, hier ist das Tor, wo ich vorhin probiert habe reinzukommen. Hallo? Werde ich ja gleich mal abspeichern und die ganzen Sachen da in die Truhe schmeißen, die ich nicht brauche. Perfekt. Ich weiß nicht, ob ich die Kurbel eventuell nochmal brauche. Ich glaube nicht. Den Krähenschlüssel muss ich leider auch erstmal wegstecken. So, Flammengranaten nehme ich mit. Keine Frage. Das heißt, ich habe schon mal. Nein, ich will die da nicht reintun. Den Brennstoff lasse ich aber lieber da, falls ich den noch Chemikalien finden sollte. So, dann speichere ich ab. Ganz wichtig in diesem Spiel, also wenn ihr es selbst spielen solltet, probiert jeden Moment abzuspeichern. Das ist wirklich. Wäre sonst ärgerlich, wenn ihr schon weit seid und letztendlich dann alles wieder neu sammeln müsst oder wie auch immer. Das lasse ich mal hier noch drin, das wird ja nicht verschwinden. So, dann gehe ich mal wieder zurück. Yay! Ich habe gesagt, dass ich immer noch keinen Bock habe. So, ist jetzt. Schatzfoto. Yeah, von einer versifften Toilette. Ich habe hier etwas Nettes versteckt. Finde es, wenn du kannst. Okay. Sie sieht da auf jeden Fall ein extremer Raucher. Eine extrem versiffte Toilette. Was hast du da für einen Schatz versteckt? Ein Kackhaufen oder was? Na gut, wir werden es herausfinden.
Fehlt uns wieder ein Dietrich. Spaltmittel. Noch mehr Festbrennstoff. Und zwei Heilkräuter. Sehr gut. Ich glaube, da war doch da hinten noch ein anderes Haus. Ich gehe mal da nochmal gucken, ne? Da ging es auch noch rein. Oder auch nicht. Ich will da nicht rein, Mann. Das hört sich doch nach dieser kranken Hexe an, ne? Ich hab kaum Munition. Ich meine, was soll ich denn machen? Ich komme. Ich hoffe, ich finde jetzt hier noch irgendwas Brauchbares. Da ist ein Loch, aber da ist nichts drin, was ich jetzt irgendwie sehen könnte oder sonst was. Brennstoff, sehr gut, sehr gut. Schatz, Foto, warte. Raucher und Drecksklo. Gut, haben wir uns gemerkt. Ey, hallo? Löschen. Ja. Gib mir den Brennstoff. Gut. Na, hier noch was? Da ist nichts. Da auch nicht. Ein Tor versperrt den Weg. Ja, gut. Können wir das hier irgendwie abmachen? Nö, natürlich nicht. Okay. Unbesiegbar. Okay, also sind wir da wahrscheinlich noch nicht rein. Ja, Tabletten? Nee, die brauche ich jetzt nicht. Also. Ist auch abgeschlossen. Super. Oh, sehr gut. Da ist noch was. Ah, scheiße. Yeah. Die sind aber ein bisschen aggressiver als die letzten, die wir hatten. Geht alle weg hier. Nein. Weg hier. Weg mit euch hier. Drecksviecher. Alter. Hey, willst du mich verarschen? Ich. Alter, das ist so widerlich, ey. Oh, jetzt, Mann, jetzt habe ich auch noch einen Heil. Mann. Und hey, Drecksäcke. Oh, endlich, ey. So, starke Flüssigkeit. Und die werde ich auch sofort benutzen, um mir noch einen Heilkraut herzustellen, weil sonst habe ich keine Chance. So. Gut. Ich will zwei starke Heil. Kräuter. Nee, brauche ich jetzt nicht. Ich will jetzt aber mal trotzdem
vorsichtshalber die Pistole wieder ausrüsten. Nein, jetzt muss ich hier hoch. Papa! Nochmal mit mir! Wir was? Werden das klären! Was? Scheiß werden wir klären! Piss dich!